Verkauf Rapsölmühle. Was ist das? Das ist quasi die Strecke. Okay. Dann machen wir nämlich Anfahrt, Verkauf, Abfahrt. Und jetzt müssten wir quasi auf dem Hof ja, was ist denn das? Wie kriegen wir denn aus dem Hof jetzt Zeug raus? Abladen. Ja, Hofsilo, VK Ende und VK Start. Siehst du, ich habe nämlich einen Fehler gemacht. Nämlich, wir brauchen nämlich VK Start als erstes, weil es ist ja die Strecke heißt ja Beladen am Startpunkt. So, dann brauchen wir Anfahrt, Verkauf und Abfahrt und dann brauchen wir irgendwas mit Ende, war das ja gewesen. Und zwar Hofsilo Verkauf Ende. Genau, das ist der Kurs. Alles klar, dann haben wir es doch jetzt wieder. Hier machen wir die Geschichte rein. Wo ist denn der Fliegelanhänger? Sag jetzt nicht, der Fliegelanhänger ist an der BGR. Nee, ne? Nee, da vorne steht er. Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt was geworden, wenn der Fliegelanhänger schön an der BGR steht. Das wäre ja richtig gut, denn. So, zack. Dann stellen wir ihn da vorne rauf auf die Strecke und dann kann er losfahren. Und zwar wollen wir ihn ja mit Raps befüllen, ne? Genau. So der Plan. Zack. Viel Spaß. So. Du hast einen Trigger erreicht. Sehr schön. Dann werde ich einmal raus. Dann kommt das einmal weg. Und den stelle ich mal unter die Dusche. Dann kann er mal gereinigt werden und so weiter und so fort. Auch das Gerät hinten dran. Das passt. Hier müsste es eigentlich auch gleich losgehen. Ich habe ja gesagt, 72 Minuten, ne? Bis das fertig ist. Obwohl gar nicht wahr, nicht 72 Minuten, sondern das war ja schon auf 92%. Das heißt, es müsste eigentlich gleich fertig sein. Eigentlich, sobald der Liebherr da ist, kann er eigentlich schon fast anfangen mit Schaufeln, oder? Lass mal ganz kurz gucken. Der Steyr Multi hat nämlich auch den Trigger schon wieder erreicht. Sehr schön. Das kann ich mir. Ja, das ist gleich fertig. Oh, geil. Dann können wir nämlich da gleich anfangen, schön wieder Silage zu verkaufen und zu schaufeln. Ich habe ihm nicht gesagt, dass er mir Bescheid sagen soll, ne? Ja, natürlich. Das war so typisch. Aber egal. Ja, cool. Und wir haben den ja auch noch fast 4 Stunden in der als Leihgabe. Ja, das ist doch cool. Dann kommt das jetzt weg und hier brauche ich Silo 1 als Kurs und ich habe mal wieder nicht auf. Ich habe nicht da drauf gedrückt. So, Silo 1 ist das ja. Ne, das ist ja der komplette Kurs dafür. Ja, und sobald es hier losgeht, wirst du auch draufgestellt. Ich werde ihn nochmal auftanken. Ich muss ihn ja eh vollgetankt nach der Miete zurückgeben. Das heißt, den können wir jetzt auch gleich auftanken und dann haben wir das nämlich auch erledigt quasi. So, dann hat er nämlich auf jeden Fall schon wieder Sprit drin. Und dann sieht das auch ganz gut aus. Nicht? Ah, siehste. Das war jetzt auch gar nicht so teuer. 70. Ah, ganz gut. Ich glaube, ich muss meine Webcam ein bisschen weiter runter machen. Mir ist nämlich in den Aufnahmen, oder als ich selber die Videos geguckt habe, aufgefallen, dass ihr das gar nicht so richtig seht. Was an Geld reinkommt. Deswegen habe ich mich wahrscheinlich ein bisschen weiter nach unten gesetzt. Fällt mir gerade so ein. Aber ich wollte noch mal kurz darüber reden. So. Genau, du wartest immer noch darauf, dass ich endlich sage, dass du weiterfahren sollst. Und du stehst hier hinten. Abfahrer entlassen, ist nicht so schlimm. Dann nehme ich dich einmal raus. Oh, wo ist das Holz hin? So, ich werde jetzt mal abwarten, was... Obwohl, wir können ja weiter Holz aufladen, ne? Ja, wir laden mal weiter Holz auf. Ich bin ja tatsächlich so ein bisschen gespannt, was so jetzt dieses Wochenende passiert ist oder passieren wird. Weil ich weiß jetzt nicht, welche Folge das ist, obwohl das müsste jetzt wahrscheinlich die erste Samstagsfolge sein. Und jetzt ist ja schon die FarmCom in vollem Gange, mehr oder weniger. Und der gute Werner ist ja auch da auf der FarmCom unterwegs. Und ich bin mal gespannt, was er für Eindrücke mitbringt von der FarmCom. Was er uns schon sagen darf und
Ob er vielleicht schon, ob es jetzt auch schon von Giants wieder einen neuen Trailer gibt, jetzt wo er das Spiel auf deren eigenen Messe ja quasi live schon präsentiert worden ist, vielleicht. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Da bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt drauf, wie das so aussehen wird und was da so passiert und so weiter und so fort. Da, ja, wie gesagt, mega, mega gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall kaufen. Ich werde es mir wahrscheinlich bei Instant Gaming kaufen, weil 25 Euro für den Steam Key, da kannst du nichts zu sagen. Und da werde ich dann auch nichts verkehrt machen bei. Ich glaube nämlich eh, dass das Spiel wieder ein Spiel wird, was ja einen mega großen Suchtfaktor hat. Und auch wenn jetzt, man weiß es halt nicht, wie jetzt die Grafik aussehen wird. Ob jetzt die Grafik nochmal mega angepasst wird oder ob das doch artähnlich bleibt, aber eher so ein Engine- und Performance-Update oder was weiß ich. Also einfach mal überraschen lassen. Wäre halt auch cool, wenn das tatsächlich noch so ein bisschen, wenn das, ich weiß jetzt nicht, ob es cool wäre, wenn es sich grafisch nicht so sehr ändert, aber dafür eine bessere Engine hätte vielleicht und ein bisschen performanter ist, auch gerade was den Multiplayer angeht, dann wäre das schon mega nice. Und man aber trotzdem noch in dem Siebzimmer vielleicht seine ganzen alten DLCs weiter benutzen kann. Das wäre doch toll. Gerade ich habe mir ja alle gegönnt. Und wenn ich jetzt wirklich noch weiter in den Holmer fahren kann und so weiter, dann wäre das doch toll. Denn würde ich das gut finden. Aber mal gucken. Wir warten mal ab, was da so passiert. Oh, wir haben 41.000 gekriegt vom Raps. Sehe ich gerade. Sehr schön. Können wir dann auch gleich wieder ein paar Kühe von kaufen. Wie viel? Der hat jetzt ja, das waren 32. 32 oder 31 Tonnen. Bin mir da nicht so sicher. Lass mal kurz reingucken. Ja, irgendwas bei 30. Er wird auf jeden Fall noch viermal hinbringen können. Dreimal hinbringen können, also insgesamt viermal. Das heißt, das sind dann auch irgendwas um die 160.000, die wir dann wieder zusammen haben. Oh, das ist cool. Dann haben wir da auch schon wieder ein bisschen mehr Geld beisammen und das ist, das lohnt sich dann ja. Das ist ja schön. Auch wenn wir jetzt keine Nachfrage haben, aber das interessiert mich eigentlich momentan nicht, ob jetzt mit Nachfrage verkaufen oder nicht. Viel wichtiger ist jetzt für mich, das Geld ranzukriegen, dass wir die Kühe halt auffüllen. Ne? Und dann wollen wir mal schauen. Da müssen wir eigentlich auch, dann können wir eigentlich gleich auch irgendwie mal, müssen wir auch mal gucken, was jetzt auf dem Feld 20 los ist, wie weit die da mit der Ernte sind. Beziehungsweise ich kann dann ja auch Matthias nochmal losschicken und ihn ein bisschen, was ernten die gerade? Weizen? Oder, ja, die ernten gerade Weizen. Dann können wir auch Weizen gleich noch verkaufen. Dafür kriegen wir auch ein paar Taler. Das war krass, auf der Landwehrkanal habe ich letzte Woche die ganzen Fahrsilos oder die ganzen Silos leer gemacht. Die ganzen Hofsilo habe ich leer gemacht. Es war vielleicht ein bisschen übertrieben, dass es wirklich nichts mehr drin war, weil als ich dann am Wochenende den Seedmaster anschmeißen wollte, hatte ich kein Getreide mehr, welches ich da reinschmeißen konnte. Aber ich hatte auf jeden Fall genug Geld. Das ist schon mal krass gewesen. Ein Seedmaster habe ich übrigens auch installiert, ne? Also wo ich ihn gerade erwähne. Der soll hier auch auf die Map rauf. Aber das wird noch einen kleinen Augenblick dauern, bis das soweit ist. Oh, da habe ich aber jemanden weggeschmissen. Das wird noch einen kleinen Augenblick dauern, bis es soweit ist. Bevor der Seedmaster hier raufkommt, müssen noch so einige andere Sachen vorher angeschafft werden. Ne? Der Ernie war da jetzt zum Beispiel auch schon Ewigkeiten da drauf, dass ich mal seinen Trecker, ihm seinen Trecker kaufe und dass er dann anfangen kann mit Gülle streuen oder Gülle fahren und Rasen mähen und so, Gras ernten, Schnitt machen, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Da wartet er auch drauf. Und dann habe ich auch schon wieder den nächsten Bewerber, den Jonas, der möchte auch gerne rein. Aber es wird alles noch dauern. Das wird alles tatsächlich noch so ein bisschen dauern, weil wie gesagt, die Abonnentenkühe haben erstmal Vorrang. Das ist hier oberstes Ziel. So, oder oberste Priorität. Oberst Priorität. Das gab es zwar damals bei How I Met Your Mother, ne? Da haben sie auch immer, wenn irgendwie sowas, Sprüche kamen, wo ein militärischer Rang mit drin war, ne? So generell, General.
Oberst, haben sie immer die aufgezogen. Wer war denn das, glaube ich? Ich glaub, das war immer Robin und Barney zusammen, ne? Die haben das immer gemacht. Das war witzig. Habt ihr das gesehen? Staffeln, die Folgen, die Serie, das wollte ich sagen, die Serie. Wenn nicht, dann müsst ihr das mal machen. Ist zwar schon ein bisschen älter, aber ist definitiv witzig. Ist super witzig. Das erzählt so ein bisschen die Geschichte von einer Clique aus New York. Das ist, ja, unheimlich witzig. Mit Höhen und Tiefen natürlich, ne? Mega, mega nice. So, wobei ich auch nicht die letzte Staffel gesehen habe. Und also ich weiß nicht, wer die Mutter ist, ganz ehrlich. Doch, ich weiß es, weil ich es irgendwo mal in irgendeinem Blogpost gelesen habe oder so. Aber ich kenne die Story halt nicht dazu. Also von dem her. Aber es interessiert mich auch nicht. Witzig war heute, ich war heute im Stream bei WoW Halli wieder. Und da haben wir irgendwie über Harrison Ford gesprochen und so weiter und so fort. Und achso, Vorsicht, Spoiler. Dass er ja beim letzten Star Wars Film gestorben ist und so. Und dann sagt sie auch so, oh, Spoiler, normalerweise banne ich gleich die Leute. Und ich so, hä? Ja, okay. Weil ich habe dafür überhaupt kein Gespür, ne? Also, mich kann nichts spoilern, weil, ja, wenn ich es dann weiß ich es halt und dann ist gut. Ich würde es mir trotzdem angucken. Ich würde es mir jetzt nicht angucken, nur weil ich weiß, wie es ausgeht. Und ganz ehrlich, ich wurde tatsächlich auch, was das angeht, dass Harrison Ford bzw. Han Solo stirbt, wurde ich auch gespoilert und habe mir halt gesagt, na gut, dann ist es halt so. Es war ja aber auch zu erwarten, ganz ehrlich. Es war ja auch zu erwarten. Harrison Ford ist ja schon so ein alter Knochen, dass der da jetzt nicht mehr großartig mitmacht. Und ich denke auch, dass der auch so ein bisschen hier an der Diridari, weil die genau wussten, alles klar, wenn wir jetzt Harrison Ford noch 3-4 Episoden durchschleppen müssen, dann, wird das, glaube ich, ein bisschen teurer, haben sie sich bestimmt gedacht. Weil der macht das ja auch nicht aus Prestige. Der sagt sich ja auch nicht, oh, geil, Star Wars, ja. Ich darf wieder mit so einem Typen in einem pelzigen Kostüm rumspielen. Ja, toll. Macht mal 20 Millionen locker, bitte. So, da haben sie wahrscheinlich auch gesagt, ja, machen wir. Und danach bist du tot. Ja, tut mir leid, wir mussten das Drehbuch mal kurz ändern. Du stirbst. Es sind 80.000 mittlerweile. Sehr schön. Wie sieht's hier aus? Achso, du bist mittlerweile eingelaufen. Das ist auch nicht schön. Aber selten. Tanken können wir den Kollegen mal ganz kurz. Und dann kriegst du auf jeden Fall neues Saatgut in deine Maschine. Ich werde auf dem Feld 20 werde ich auch wieder Hexelgut drauf machen. Weil ich will hier mehr Silage haben. Ich brauche mehr Silage. Wir brauchen einfach mehr Silage. Weil Silage ist die Zukunft. Wir müssen einfach mit einer erneuerbaren Energie wie Biogas unsere ganze Wirtschaft und das Ökosystem stärken. Da kommen wir nicht drum herum. So, deswegen müssen wir mehr Mais anbauen für unsere Biogasanlage. Und wie wir sehen, ist die Silage schon fertig. Das bedeutet, wir kriegen auf jeden Fall die Abonnenten zusammen. Die Kühe zusammen. Also die, ne? Ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Das läuft. Das wird auf jeden Fall passen. Jetzt können wir nämlich hier mal was ausprobieren. Und zwar, ich möchte nämlich Stop-and-Go-Laden mal ausprobieren. Das müsste nämlich eigentlich bedeuten, dass wenn der Trichter voll ist und er nicht mehr abladen kann, aber jetzt noch die Hälfte in seiner Schaufel drin hat, dann fährt er trotzdem weg und holt sich eine neue Schaufel. Das müsste das eigentlich bedeuten. Und wenn du Stop-and-Go-Laden deaktiviert hast, dann bleibt er so lange da stehen, bis er komplett abgeladen hat. Das werden wir uns mal gleich angucken, ob das so funktioniert. Das wird jetzt ungefähr 10 Minuten dauern, meiner Meinung nach. Oder ungefähr 10 Minuten wird das dauern. Und dann ist der Trichter voll. So, wie sieht's hier aus? Oh krass, der andere Mähdrescher ist schon fast fertig, ne? Der dreht jetzt hier nochmal eine Runde. Der hat so einen kleinen Bogen da reingefahren. Das ist aber nicht schlimm. Und dann ist er damit gleich durch. Das ist doch cool. Können wir überlegen, ob ich den anderen Mähdrescher unten noch draufsetze oder so. Oder auf der anderen Seite. Ich glaube, auf der anderen Seite setze ich ihn drauf. Und dann können die so gegenläufig fahren, wisst ihr? Und dann treffen sie sich irgendwann. Genau.
Ja, nochmal eine andere Ankündigung von mir, von meiner Seite aus, was ich auch nochmal ansprechen wollte, weil es halt so mega krass war am letzten Sonntag, wo ich den 12-Stunden-Stream gemacht habe. Und es doch noch einige gab, die das nicht so mitgekriegt haben und nicht gewusst haben, dass ich eigentlich auch sehr, sehr viel streame. Ich streame eigentlich immer, oder ich versuche immer dienstags und donnerstags abends zu streamen. So ab 18 Uhr, eher 18:30. Also, wenn ihr dienstags oder donnerstags auf Twitch vorbeiguckt, so ab 18:30 werde ich auf jeden Fall da sein. Ne? Außer ich kündige das irgendwie über Twitter an, dass ich irgendwie nicht kann, dass irgendwas broke ist oder sonst irgendwas. Aber so dienstags und donnerstags sind so meine beiden Tage in der Woche, wo ich streame. Abends so 18:30 bin ich auf jeden Fall da. Habe ich vorhin 17:30 gesagt? Ich weiß es nicht. Ich meine auf jeden Fall 18:30, dienstags, donnerstags. So. Ich kündige das auch, wie gesagt, immer über Facebook und auch über Twitter an. Auf jeden Fall haue ich da einen Post bzw. Tweet raus, wenn ich live gehe. Also könnt ihr da gerne auch mal abchecken, was so los ist. Und was gibt's noch sozusagen? Genau. Und samstags und sonntags bin ich eigentlich auch immer am Stream. Da mache ich meistens vormittags einen Stream. Sprich, ich beginne morgens um 8 meistens und mache dann so bis Mittag, frühen Nachmittag. Und ja, das sind so meine Streaming-Zeiten, ne? Also sprich dienstags und donnerstags ab 18 Uhr bis 21 Uhr, 21:30 und samstags und sonntags ab 8 Uhr bis mittags irgendwann. Also guckt da gerne mal vorbei, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Da kann ich tatsächlich den Support auch noch ein bisschen eher gebrauchen. Oder was heißt den Support eher gebrauchen? Es geht auch so ein bisschen darum, ich möchte schon gerne irgendwann Twitch-Partner werden. Nicht unbedingt jetzt wegen des Geldes, weil man dann Abonnenten hat und so weiter und so fort oder mein Channel dann abonniert werden kann. Nee, es geht mir eher darum, dass ich dann halt wirklich ständig sicher einen Source-Button habe. Das heißt, ihr könnt die Qualität von meinem Stream immer einstellen, sodass ihr den Stream flüssig und lagfrei sehen könnt. Und für mich bedeutet das, dass ich ein bisschen besser networken kann. Ne? Ich werde dann von Twitch auch zu Partner-Events eingeladen und so weiter und so fort. Und das ist dann für mich eine gute Möglichkeit zum Networken und mit anderen Streamern mich zu unterhalten, mit anderen Partnern sich zu unterhalten. Und ja, da dann noch mehr Erfahrung rauszuziehen, um meinen eigenen Stream zu verbessern. Das ist eigentlich so dieser Hauptgrund, warum ich Partner werden möchte. Ne? Und da müssen wir halt noch ein bisschen dran arbeiten. Dafür braucht man halt immer eine gewisse Viewer-Anzahl, die ich jetzt momentan noch nicht erreiche. Aber so nach und nach werden wir es, glaube ich, hinkriegen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und solange es so wächst, wie es jetzt wächst es momentan sehr, sehr gesund, meiner Meinung nach. Das ist ein sehr, sehr gesundes Wachstum, egal ob jetzt auf dem YouTube-Channel oder auch auf dem Twitch-Channel. Es ist beides sehr, sehr gesund, meiner Meinung nach. Es ist nicht supermäßig schnell, aber es ist nachhaltig, sagen wir es mal so. Ja. Ich sehe immer wieder die gleichen Leute, das freut mich, wenn man sich da so eine feste Community aufbaut. Das ist immer sehr, sehr schön daran. Und das ist das Schöne daran. So, meine Freunde, das war's auch wieder mit dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Einschalten, Zuschalten, Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne noch ein Like da bzw. ein Abo, falls du meinen Channel noch nicht abonniert hast. So, des Weiteren findet ihr auf dieser wunderbaren Seite, jetzt auf der linken Seite, einen Link zum vorherigen Video, falls du quer eingestiegen bist. Und auf der rechten Seite findest du einen Link zur gesamten Playlist, wo du alle Folgen von dem Farming Simulator 2015 auf der Map Two Rivers dir anschauen kannst. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du reingeschaut hast und wünsche dir noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.